ist das, wenn Jürgen Klopp aus dem Bus steigt. Begeisterung auf der Asientour des FC Liverpool. Herzlich willkommen zu Reif ist live an diesem Freitag hier aus Berlin. An meiner Seite wie immer Marcel Reif. Schönen guten Morgen, Herr Reif. Schönen guten Morgen. Wie ist das, wenn Sie in Berlin aus U-Bahn oder Bus steigen? Sehr ähnlich. Sie kennen das, ja? Fliegen auch manchmal Tomaten oder hat sich das eigentlich erledigt, seit Sie Bayern-Spiele nicht mehr kommentieren? Ja, der mittlerweile überwiegend freundliche Reaktion. Nicht ganz so laut, nicht ganz so viele, aber oh, der eine oder andere sagt schon guten Tag. Der ein oder andere sagt guten Tag. Das ist auch die Überleitung zu unserem Dauerthema in diesen Wochen. Robert Lewandowski, unser erster Punkt heute im Rahmen von Reif ist live, den wir besprechen wollen. Denn er ist tatsächlich gekommen. Viele dachten ja, nee, die kriegen das irgendwie vorher noch hin mit Barcelona. Und beim Trainingsauftakt haben wir dann keinen Lewandowski, ganz und gar nicht. Erst war er beim Diagnostiktest im Krankenhaus und dann am Tag danach tatsächlich auch beim Training. Und so war das dann auch gestern der Fall. Wir können uns mal ein paar Bilder anschauen. Wir haben sozusagen zwei unterschiedliche Ordnungen. Das ist hier eher der lustlose Lewandowski, der sich bei den Trainingseinheiten mitunter doch ja bisschen desinteressiert, eher so dienstnachvorschriftmäßig präsentiert hat. Ein bisschen später zeigen wir Ihnen dann auch noch den Engagierten. Herr Reif, wenn Sie Lewandowski da jetzt so sehen, müssen Sie sich kurz kneifen, dass der tatsächlich jetzt aktuell zumindest ganz normal beim Bayern-Training dabei ist? Ich dachte auch, das ist vor Trainings Wiederaufnahme-Regeln, weil das führt genau dazu. Also jetzt, Sie sehen da jetzt einen Lustlosen. Wenn Sie nebendran die drei anderen Spieler, das war nach einer Übung, da laufen die aus und dann wirken die auch nicht so fürchterlich. Aber es gab schon den Gesamteindruck des ersten Trainings wieder. Ja, und am nächsten Tag war es aber wieder besser. So, und dieser Mumpitz, dieser Unsinn, dass man in jeden Schritt, den der jetzt macht, in jedes Auto, in das er jetzt steigt oder nicht steigt, mit wem, wer sitzt da noch drin, interpretieren wir tausend Dinge rein. Er wird weggehen und ich frage mich, wie lange soll das gehen? Ich hinterlege jetzt offiziell meine Langeweile zu diesem. Bei mir etwa in der Skala bei Leila etwa ist das bei mir angekommen, jetzt dieses Thema Lewandowski. Weil ich glaube, es ist vorbei für alle Seiten. Und irgendwann muss man es jetzt hinkriegen. Ich hoffe wirklich, dass sie uns das noch ersparen, alle Beteiligten. Das Mannschaftsfoto jetzt, also die Vorstellung der Mannschaft. Morgen. Am Samstag ist die große Präsentation. Ich glaube, dass heute der Tag X ist, wo sie sich einigen werden mit dem FC Barcelona. Weil diese beiden Daten, zum einen Samstag die große Vorstellung und zum anderen am Montag der Abflug in die USA. Ja, und Barcelona fliegt nach Amerika, um dort Spiele zu absolvieren. Ja, und ich glaube, also das alles noch weiter zu treiben, das irgendwo beleidigt das Intelligenz und Geschmackssinn von allen. Weil Sie gerade selber das Stichwort Leila angesprochen haben, den Ballermann-Song, der gerade in aller Munde und diskutiert ist. Fast aller Munde. Weiter. In meinem nicht. Aber Sie halten es aus, dass es das Lied gibt und fordern keine Ausgrenzung. Ja, wenn wir wenn wir schlechten Geschmack nicht mehr aushalten und so ein Quark. Leute, was auf der Welt passieren, fürchterliche Dinge und uns beschäftigt Leila und uns beschäftigt, schön die Alliteration wenigstens, und uns beschäftigt, wie engagiert ist Lewandowski bei einem Training, das sinnlos ist, weil, was haben wir gestern gesehen, das sind so Dinge, die doch interessant sind. Also Nagelsmann macht Pressingübungen mit der vorderen Abteilung und er ist nicht dabei. So, da sage ich doch, na klar, warum soll er denn mit der Pressing-Abteilung Pressing üben mit jemandem, der es nicht spielen wird, weil er nicht mehr da sein wird. Das nehme ich ernst. Und da finde ich solche Verdrehungen, da muss einer pünktlich zum Training kommen. Ja, am besten hätte man gesagt, pass auf, wir klären das. Aber Barcelona muss jetzt schon langsam kommen. Ich verstehe auch nicht dieses Gegockle, also irgendwann auch von Barcelona. Oder ihr sagt, pass auf, wir haben das Geld nicht. Also wir lassen es jetzt mal. Wir müssen ihm und seiner Gattin mitteilen, Barcelona ist schön, das Meer ist auch schön, Mallorca ist auch nicht weit weg. Vielleicht findet ihr was anderes. Bei uns
wir haben es nicht. Wir kriegen es nicht gebacken. Das ist das, was viele sich gerade fragen. Nachdem Barcelona 3 unterschiedliche Angebote in relativ kurzer Zeit eingereicht hatte, das höchste lag dann bei 40 Millionen fix und 5 Millionen Bonus. Seitdem ist Ruhe und gleichzeitig wird vermeldet, dass mit dem Brasilianer Rapinha von Leeds United ein Stürmer, ein Rechtsaußen, für 58 Millionen Euro verpflichtet wird. Heißt das, Lewandowski hat gar nicht die oberste Priorität bei Barcelona? Weil das Geld hätte man ja auch umschichten können und sagen, hey, wir tüten jetzt erstmal Lewandowski ein und dann machen wir mit Rapinha weiter. Oder die Vertragsverlängerung Dembélé, die jetzt bis 2024 verkündet wurde. Xavi baut eine Mannschaft, mit der er auf Sicht Erfolg haben wird. Das ist, Rapinha ist, ich weiß nicht, wie alt, Mitte 20? 25, ja. 25. So, das ist einer, der wird noch ein paar Jährchen dort spielen, wenn er es dann packt beim Barcelona. Lewandowski ist eine Option auf 2 Jahre etwa, schätze ich. Also insofern, ja, die müssen auch größer denken als nur, so, wir kaufen jetzt Lewandowski, damit wir auch Real Madrid mal zeigen, was wir für tolle Hechte sind hier wieder. In Barcelona. Die konkrete Situation dann im Sturm beim FC Barcelona, die müssen wir auch noch bedenken, ja klar. Da sage ich, den Kopf möchte ich mir nicht machen, aber in der Tat darf man sich fragen. Sag mal, aber ihr spielt auch nur mit 11 Mann, oder nicht? Der Platz ist größer. Da kam ja auch noch Torres sehr groß. Im Januar, das Torres auch schon alle überrascht hat, dass das Geld plötzlich da war. 50 Millionen. So. Und sie sind an Bernardo Silva dran von City. Der kostet richtig, wenn er nicht Ablöse kostet, kostet er dann aber richtig Taschengeldchen jeden Monat. Halten Sie es für möglich, dass es eine innere Wahrheit gibt, wonach Xavi als Trainer gar nicht so scharf auf Lewandowski ist und dass das eher ein Laporte-Thema ist als Präsident, Weltfußballer, die glanzvolle Vorstellung und Xavi intern, er sagt, Leute, erstmal ist mir wichtiger, dass wir zum Beispiel Rapinha holen, wie Sie es richtig sagen, der idealerweise die nächsten 5 Jahre bei Barcelona eine prägende Rolle spielt. Ich will, gut, da bin ich ein bisschen überfordert, alle Verästelungen interpretieren zu können, zu wollen, aber das spielt sicher mit. Also Laporta hat ja gesagt, wir werden wieder ein Big Player werden und zwar sehr bald. Darauf könnt ihr euch verlassen. Was soll ein Präsident vom FC Barcelona sonst sagen? Wir machen jetzt mal ein bisschen, gucken, dass wir in der Liga bleiben oder was. Ganz so viel Schalke 04 Demut kriegen die da noch nicht hin. Ja, da ist natürlich all das Getue, dass Real Madrid, Mbappé kommt nicht und was die alles, die haben viel, auf dem ganz großen Rad sind die rumgeturnt. Da wäre Lewandowski ein Zeichen, so, wir holen den Weltfußballer. Ob das wirklich rein sportlich auf Sicht bei Xavi so im Kopf ist, ich weiß es nicht. Nochmal, der Platz ist etwas größer. Nou Camp wirkt sehr groß. Zumindest aber bei den Heimspielen. Mehr als 11 werden sie wird auch er nicht stellen können. Vielleicht ist das der da vorne, die Offensive zusammenbastelt. Depay ist auch noch da, der Holländer. Das ist einer derer, ich glaube, daran hängt. Sie haben Frenkie de Jong, was ich auch nicht verstehe. Der war mal das heißeste Item im europäischen Mittelfeld. Den würden sie gerne jetzt verkaufen zu Manchester United. Die würden den auch gern haben, nur der will nicht, weil auch der findet, seine Lebensgefährtin, glaube ich, findet auch die Barcelona und das Meer sehr angenehm. Die wollen nicht weg. Und Memphis Depay, der sich nie richtig durchgesetzt hat, das sind die Dinge, die sie, glaube ich, regeln wollen erst. Und dann den Bayern, dass diese 50 plus, minus, wurscht. Am Ende wird es wurscht, ehrlich. Ich glaube nicht, dass es da an 5 Millionen scheitern wird. Aber im Moment gockeln sie noch rum und sie versuchen wirklich die Dinge zu regeln in Barcelona. Das geht alles nicht ganz so schnell, wie sie sich möglicherweise alle gedacht haben. Für die Bayern ist es im Übrigen auch nicht nur, dann sitzen wir es halt aus. Das kann niemandem Spaß machen. Das kann auch der Truppe, wenn sie da trainiert, nicht Spaß machen. Dass alle da draußen stehen, noch mehr Fotografen und noch mehr Leute rum und gucken, wie bewegt sich denn Robert. Und die wollen jetzt langsam sich auf die Saison vorbereiten und wissen nicht, wie werden wir es denn spielen oder nicht spielen. Das kann niemandem gut tun. Wir gucken uns auch noch mal den engagierten Lewandowski beim Training an. Und während wir das sehen, Herr Reif, auch noch mal die Überlegung, ich musste da kurz an den Fall Sané denken bei Manchester City. Der war auch schon in Gesprächen mit Bayern und Pep hat ihn weiter spielen lassen. Und dann hat er sich schwer verletzt und der ganze Transfer wurde um ein Jahr verzögert damals. Auch das ist ja ein Gedanke, den sich
sowohl Barcelona als auch Lewandowski als auch Bayern gerade machen müssen, falls es doch eine Bereitschaft gibt bei Bayern, ihn gehen zu lassen, entgegen der öffentlichen Aussagen, dann ist das schon riskant. Oder aber es gibt doch immer noch diese interne Diskussion bei den Bayern zu sagen, hey, eigentlich hoffen wir, dass Barcelona nichts auf den Tisch legt, weil dann haben wir die Saison aller Saisons mit Mané und Lewandowski in der Offensive. Möglicherweise ist das natürlich immer noch eine kleine Option. Aber ja, wie oft lesen wir in diesen Tagen, ist vom Training freigestellt, muss nicht mitfliegen nach, Ronaldo ist nicht mitgeflogen mit Manchester United aus familiären Gründen. Ja, du, ich hätte heute auch mir vorstellen können. Schön, dass Sie es geschafft haben. Ja, ja, eben. Gut. Willkommen. Also, das ist natürlich ein Gedanke, der, wenn denn sowieso nicht und dann aber auch noch mit einem Kreuzbandriss, um Gottes Willen, nichts hier rumraunen, aber andere Spieler, von denen man weiß, wir wollen nicht mehr, er will nicht mehr, sind vom Training und von der Vorbereitung freigestellt, damit sie sich in Ruhe mit dem Wechsel beschäftigen können. Also Barcelona wird, ich glaube, heute die 5 knacken, egal wie sie, mit welchem Boni, wie sie das zusammenbasteln, damit endlich Ruhe ist und damit wir uns in Ruhe und wirklich konzentriert mit Leila beschäftigen können. Ich merke, Leila, irgendwie hat sich das ja bei Ihnen festgesetzt. Ja. Auf der Wiesn soll es jetzt auch nicht gespielt werden. Super. Wenn ich denke, was da alles gesungen wird. Weil da sonst wirklich nur klassische Musik ertönt. Als nächstes vielleicht noch Alkoholverbot auf der Wiesn, damit man sich nicht im Ton vergreift. Ne? Ja, und auch sonstige Bilder einem erspart bleiben, die über zu viel gut. Also Lewandowski. In diesem Land geht es uns gut. Und leider trifft das auf viele nicht zu. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass ja, da haben die wir Politik ein Thema sich gefunden, da mit falschen Schwerpunkten ja. beschäftigt. Also Lewandowski und Leila beschäftigen uns beide weiter bei Bild. Wir wollen jetzt mal kurz schauen auf Transferperioden des FC Bayern. Denn unabhängig davon, ob Lewandowski geht oder nicht, wird ja doch festgehalten, dass das, was Salihamidžić als Sportvorstand da in diesem Jahr auf die Beine stellt, sich sehen lassen kann. Mané, Gravenberg, Masraoui, vermutlich auch De Ligt, den haben wir hier noch mit dem Fragezeichen gesehen, aber die Bayern sind sich zumindest mit dem Spieler einig und wir haben einfach... Das ist im Übrigen der einzige positive Effekt, diese Lewandowski-Begucke, alle 5 Minuten, was macht er? Dass sie das in Ruhe machen können. Man kann in Ruhe De Ligt mit Juventus. So macht man, so finde ich, macht man Wechsel. Da setzen sich 2 Clubs, die wirklich auf Augenhöhe sind in vielen Dingen, zusammen und machen das in Ruhe und gucken so, sag mal, wie kriegen wir es hin? Und niemand verfolgt jede Windung. Die Bayern und ihre Transfers. Wir haben einfach mal so ein paar Jahre rausgesucht, Herr Reif. 2012, da kamen Martinez, Mandzukic, Shaqiri und Dante. Das war dann der Grundstein für viele Meisterschaften und auch das Triple. 2009 kamen zusammen Gomez, Robben, Timoschuk, der damals ein ganz heißer war, und Olic, der dann großen Wert entwickelt hat für den Verein. 2007, Ribéry, Klose, Luca Toni, gemeinsam ja. verpflichtet. Marcel Janssen, damals von Gladbach, auch ein wichtiger Einkauf. Und 1998, Effenberg, Jeremies Linke, Salihamidžić, eine sehr vielleicht konservative Einkaufspolitik, die aber auch genau die Schwächen damals gelöst hat. 95 haben wir noch dazu gepackt, Sforza, Herzog, Klinsmann, Strunz. Otto Rehhagel wusste gar nicht, wie ihm geschah als Trainer damals. Und 1984, nachdem Rummenigge verkauft werden musste für 10 Millionen, kamen mit Matthäus, Wohlfahrt, Eder und Kögel auch 4 Spieler, die anschließend unter anderem 3 Meisterschaften in Serie geholt haben. Herr Reif, wenn Sie sich die einzelnen, ich sag mal, Sahne-Transfer-Sommer des FC Bayern noch mal angucken. Gibt es einen, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, wo Sie sagen, das war zu dem Zeitpunkt einfach perfekt? Noch geiler als Leila. Mhm. Werden Sie jetzt nicht los? Sie haben angefangen. Ich versuch's ja. Nein, diese 7 und 9, Gomez, Robben, Ribéry, Klose, das waren so, die hatte das Gefühl, so die Bayern haben jetzt die Schnauze voll, sich von Dortmund ärgern zu lassen. Jetzt gibt's mal richtig aus der Abendkasse. Und jetzt diese Wechselperiode jetzt, also mit oder ohne Lewandowski, das, was da passiert und passiert ist mit Mané, Masraoui und wahrscheinlich auch De Ligt, Gravenberg eine wirklich für die Zukunft auch noch. Ja, das ist schon ziemlich spektakulär. Also das, glaube ich, hatten wir vor ein paar Wochen, als wir hier noch standen,
hat mir das so nicht auf dem. Und interessanterweise ist das, wenn ich es mir gerade noch mal richtig anschaue, das einzige oder das erste Mal, dass die Bayern nach einer Saison, in der sie Meister geworden sind, trotzdem so aggressiv sind. Alle anderen Transferperioden, die wir gerade angesprochen haben, waren, wie Sie sagen, Reaktionen auf Misserfolg im Sinne von kein großer Titel. Da zeigt man auch, wie diese 10 Meisterschaften wirklich den Blick auf die Dinge verändert haben. Ja, und leider eine gewisse Gewöhnung entstanden ist und eine vielleicht, sagen wir mal so, das Ausscheiden gegen Villarreal hat emotional genauso viel ausgelöst wie der Gewinn der 10. Meisterschaft am Stück. Und war vermutlich entscheidend die für Lücke. Diese Transferentscheidung. Ja, 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 klar. Ja, weil sie gesehen haben, pass auf, wenn wir, entweder wollen wir international mitmachen oder lassen wir es. Wenn wir es lassen, dann ist gut. Aber wenn, müssen wir, muss was kommen. Und dass dann Mané kommt, ja, ja, das ist schon ganz okay. Salihamidžić hat dann am Ende doch noch die Kurve gekriegt, oder? So sieht es derzeit aus. Wir werden sehen, ob De Ligt tatsächlich dann als weiterer Königstransfer, so müsste man ihn ja bezeichnen, für die Abwehr in den nächsten Tagen verpflichtet wird. Und ob Marcel Reif recht behält, es wird der Freitag der Wahrheit, um Lewandowski und vielleicht auch den Fans zu ersparen, am Samstag in der Allianz Arena da mit großem Bohai vielleicht nicht gefeiert, sondern sogar ausgepfiffen zu werden. Denn zur Erinnerung, wie waren die Worte von Lewandowski? Etwas in mir ist gestorben, ich will den FC Bayern nur noch verlassen. So hat er das vor 2 Monaten geäußert. Wir sind gespannt und gucken zur Frauen-Europameisterschaft, wo es bislang ja ganz hervorragend läuft für die deutsche Mannschaft. Wir gucken einmal auf die Tabelle, wie es aktuell aussieht. Und so wünscht man sich eine Zwischenbilanz nach 2 Gruppenspieltagen. 6:0 Tore, Viertelfinale vorzeitig als Tabellenerster gesichert, also wirklich eine perfekte Bilanz und auch gut für den weiteren Turnierverlauf. Österreich oder Norwegen lautet der Gegner dann im Viertelfinale. Und dem Gastgeber England gehen wir vorerst aus dem Weg, Herr Reif. Und natürlich fängt man schon an zu träumen. Deutschland gegen England, ein Finale in Wembley. Sogar ich erinnere mich daran, dass das eine gewisse Vorgeschichte hat. 1966. Das wäre doch eigentlich die fast perfekte und suffisante Revanche, wenn jetzt unsere Frauen den Titel holen, der den Herren damals 1966 aufgrund der größten Fehlentscheidung der Fußballgeschichte, so viel fürs Protokoll, versagt geblieben ist. Wäre einfach eine schöne Geschichte, oder? Ja, absolut. Und nur die Torlinientechnik wird uns dieses wird verhindern. Die hilft uns ja diesmal. Ja, das ist doch die gute Nachricht. Das nochmal repariert und weiter diskutieren können. Engländerinnen sind stark, sind zu Hause, sind Favorit. Aber das, was die deutsche Mannschaft da abliefert, ist am Maximum. Vielleicht sogar mehr, als viele ihnen zugetraut haben. Da hat man so ein bisschen das Gefühl von Turniermannschaft. Von Anfang an so einen einfach guten Flow erwischt. Und Kapitänin Alexandra Popp hat im Gespräch mit Bild Live auch verraten, dass geträumt wird. Naja, träumen tun wir immer, das ist ganz klar. Und von daher träumen wir natürlich auch von dem Titel. Es ist aber natürlich auch klar, dass wir noch einige Spiele zu spielen haben und die wollen wir genauso mit so einer Teamleistung, mit so einer Energie, die wir jetzt in den letzten beiden Spielen ja auf den Platz gebracht haben, auch angehen und für mich guter Dinge und dann ist es auch wirklich schwer, uns dann auch zu schlagen. Ja, ich muss sagen, ich genieße es fast noch mehr als die Turniere irgendwie zuvor, weil ich einfach das Turnier noch nicht spielen konnte, jeden Moment, jede Situation. Sei es hier im Hotel, sei es aber auch auf dem Fußballplatz, nehme ich noch mal intensiver wahr. Und ja, das macht natürlich auch etwas in einem. Und ich glaube, dass gerade das erste Spiel mit dem dann Gott sei Dank auch ersten Tor bei mir so ein paar Kräfte freigesetzt wurden, dass ich jetzt im zweiten Spiel auch dann direkt mit einem Tor krönen konnte. Und hoffe natürlich, dass es im weiteren Verlauf so weitergeht, um der Mannschaft zu helfen, um uns auf die Erfolgsspur zu bringen und hoffentlich am Ende mit dem Europameisterschaftstitel dann zurück nach Deutschland fliegen. Man kann darüber streiten, aber ich glaube, für uns ist erstmal wichtig, dass wir grundsätzlich professionell arbeiten, dass wir professionelle Rahmenbedingungen haben, dass wir gute Plätze haben, dass innerhalb der Bundesliga, aber auch der Nationalmannschaften Professionalität herrscht und ich glaube, das muss fast erstmal gemacht werden, bevor wir um gleiche Bezahlung sprechen.
Wir wissen auch, dass hier in Deutschland oft natürlich Angebot und Nachfrage ist, was auch völlig legitim ist. Und da müssen wir natürlich auch ganz klar sagen, da nehmen wir nicht die gleichen Zahlen ein, wie es die Männer tun. Aber wenn ich das jetzt gerade so ein bisschen verfolge, wie jetzt gerade unsere Spiele ablaufen, auch in den Einschaltquoten, dann bin ich guter Dinge, dass sich das gerade in eine sehr gute Richtung entwickelt. Unsere Kapitänin Alexandra Popp im Bild-Interview. Am Ende ging es, Herr Reif, auch wieder um das Thema Bezahlung, das eigentlich schon wieder so ein bisschen raus war aus dieser Europameisterschaft. Doch dann hat sich der Kanzler zu Wort gemeldet mit einem Tweet, den wir uns noch einmal kurz anschauen, wo er ja dieses Fass und diese Diskussion noch mal angestoßen hat. Klar, wenn der Bundeskanzler sich dazu äußert: Wir haben 2022. Frauen und Männer sollten gleich bezahlt werden. Das gilt auch für den Sport, besonders für Nationalmannschaften. Spanien hat da die Nase vorn. Viel Glück heute Abend. Das war der Tweet vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die Spanier. Ja, Olaf Scholz, beim Spiel der deutschen Frauen ist er noch nicht gewesen bislang in England. Aber per Twitter mischt er sich ein in die Gehaltsfrage. Finden Sie das glücklich oder ist das ein bisschen unbedarft? Ja, das, was der Kanzler tut, werde ich jetzt als unbedarft geißeln. Steht uns nicht zu. Ja, er hat schon, weiß ich nicht, bedarftere Dinge von sich gegeben. Ich finde, was Alexander Popp da, wie sie sich dazu äußert, richtig klug, richtig genau die Dimension erfasst, völlig richtig. Also gut gemeint bei Scholz, aber gut gemeint ist ja, wie wir wissen, die kleine Schwester von nicht so richtig toll gemacht. Erstmal viele Dinge verbessern, strukturell. Dann mal gucken, ob es in diesem Lande, guckt die Anschaltquoten an, ob es da eine Akzeptanz gibt für Frauenfußball, genauso wie in England jetzt oder wie in Spanien. Wenn das der Fall ist, wird man die Dinge weiter treiben können. Und dann ist das völlig in Ordnung, wenn wir irgendwann mal dahin kommen. Nur im Moment ist das so weit hergeholt und das wissen die jungen Frauen. Das ist ja das Interessante, diese Diskussion kommt überhaupt nicht aus der Frauennationalmannschaft heraus, sondern wird immer wieder von anderer Seite thematisiert und bei wir den Frauen selbst. Wir leben in Sternchenzeiten, wir leben in Genderzeiten und da meint jeder, müsste, oh, wo haben wir denn noch ein Thema, wo wir gut Menschen, wo wir irgendwas vermeintlich Tolles da noch beitragen könnten. Es hilft niemandem. Und nochmal, ich bin sowieso allergisch sofort, wenn ich in irgendeinem Thema höre, Vergleich Männer, Fußball, Frauenfußball. Das bitte trennen. Zwei völlig verschiedene, und ich sage das bewusst, Sportarten mit all ihren Qualitäten, die der Frauenfußball hat. Und dazu gehört im Moment auch noch Geld und die große Gemengelage, wie viel wird eingenommen, welchen Stellenwert hat es. Und das muss alles in der Relation bleiben. Wenn nicht, ist es eine Pseudodiskussion, die niemandem weiterhilft. Und auch das muss man, finde ich, dem DFB an der Stelle einmal zugutehalten, wenn man sich anschaut, was die UEFA ausschüttet. Für den EM-Sieg bei den Männern waren das 8 Millionen, bei den Frauen sind es 660.000, also ein Faktor von 12. Die Prämie, die der DFB dagegen auszahlt an die Frauen, das wären 60.000 pro Spielerin, bei den Männern waren es 400.000, Faktor 7. Also der DFB selbst legt einen anderen Schlüssel, um das eben zu unterstützen. So. Und hoffen wir einfach, dass die TV-Quoten sich mit den Erfolgen unserer Nationalelf weiter so entwickeln. Es ging jetzt von 6 schon auf 8, 9 Millionen und dann das Finale in Wembley. Deutschland, England, da kann vielleicht sogar die 15 fallen. Hoffen wir mal, dass das in 2 Wochen dann der Fall ist. Kommen wir jetzt zu dem, was heute los ist. Zweitligastart. Es ist wieder soweit. Wir gucken uns erstmal an, wer denn neu ist in dieser zweiten Liga, die ja uns im vergangenen Jahr so viel Freude gemacht hat. Also zur Erinnerung, aus der ersten Liga kommen runter nur 2, Bielefeld und Greuther Fürth, denn Hertha hat es ja gegen den HSV geschafft. Und aufgestiegen aus der dritten Liga, dreimal Tradition, dreimal große Vorfreude, Magdeburg, Eintracht Braunschweig und der erste FC Kaiserslautern. Also Ex-Bundesligameister mit Braunschweig und Kaiserslautern wieder am Start. Und das Spiel, das heute alles anschießt, das werden wir sehen, wenn wir uns da den
ersten Spieltag einmal angucken. Kaiserslautern gegen Hannover hat die DFL einen schönen Knaller gleich zum Anfang gesetzt. Und der HSV, auf den natürlich wieder alle schauen in dieser Saison, in der 5. Zweitligasaison in Serie, dann am Sonntag in Braunschweig. Ja, Kaiserslautern, der Aufsteiger, also am Betzenberg. Und wir wollen mal reinhören, was Dirk Schuster, der Trainer, der ja ganz kurz vor der Relegation erst eingestellt wurde, glaubt, wie das heute ablaufen wird. Bitte schön. Erstmal denke ich, dass das ein bisschen eine Wertschätzung ist für den ersten FC Kaiserslautern, aber auch für die fantastischen Fans, das Eröffnungsspiel zu bekommen für die zweite Liga in dieser Saison. Ich denke, das Fernsehen und viele Zuschauer werden gesehen haben, was in der Relegation sowohl in Kaiserslautern als auch in Dresden fantechnisch abging, auch speziell von unserer Seite abging. Und ich glaube, dass das Fernsehen auch in dieser Richtung ähnliche Einschaltquoten sich wieder erhofft und dementsprechend auch die Wertschätzung der Leistung unserer Mannschaft, aber auch der Choreo und dem Fanverhalten und ja, der Lautstärke, was die Fans uns gegenüber und im Stadion aufgebracht haben, dass sie das gern wieder erleben möchten, weil das waren wirklich zwei Riesenerlebnisse, die keiner von uns mehr missen möchte. Und dementsprechend glaube ich, dass wir das auch in dieser Konstellation oder am Freitagabend mit dieser geballten Ladung, mit dieser Wucht wieder erhoffen, uns das zu haben. Klar, die individuelle Qualität von Hannover, die können wir nicht toppen, da werden wir drunter liegen. Aber ich denke, dass die Mentalität, die Betze-Mentalität eine große Rolle spielen wird, dass wir mit sehr viel Engagement, Einsatzbereitschaft, Leidenschaft agieren werden, dass wir als Team funktionieren werden, dass wir diese Qualität mit Mentalität schlagen wollen, dass wir natürlich auf der anderen Seite auch einen Sahnetag brauchen, um das Spiel erfolgreich zu gestalten. Ja, und dass wir uns auf jeden Fall vorgenommen haben, alles in unserer Macht Stehende in dieser Beziehung abzurufen, Hannover einen heißen Tanz liefern und ja, vielleicht im Endeffekt sogar ein oder drei Punkte hier behalten können, weil das ist das Ziel. Soweit Dirk Schuster. Herr Reif, Sie kommen aus Kaiserslautern. Er spricht diese Betze-Mentalität wortwörtlich an. Was sind Ihre ersten Erinnerungen an den Betzenberg und an diese Betze-Mentalität, an die Roten Teufel? Wie haben Sie das als Jugendlicher wahrgenommen? Wir waren Provinz im besten Sinne. Provinz war für mich Provinz nie ein Stolz darauf. Und genau das. Und wir waren weit weg und wir waren mitten im Pfälzer Wald und viel Wald um uns rum. Und dann kamen die Großkopferten und kriegten eine Abreibung. Wirklich die alte Geschichte, kennen wir doch alle. Fragen Sie mal die Bayern, die alten Breitner, Augenthaler, wenn die da hochgefahren sind, diesen Betzenberg. Es gibt nur eine Straße, wo der Bus durch muss, hoch, drauf auf diesen wirklichen Berg. Und da wussten die bereits, weil sie entsprechend willkommen geheißen wurden, wussten die, was auf sie zukommt. Und so war das dann eigentlich eine Festung, wirklich. Also wenn Sie mal Kaiserslautern, wenn Sie an der Autobahn fahren und sehen diese Stadt unten und über dieser Stadt, wirklich wie so eine Burg ist dieser Betzenberg mit diesem Stadion. Also das kenne ich nirgendwo anders her, dass du weißt, da ist der Mittelpunkt der Welt, da oben. Und über viele Jahre waren sie so weit unter ihren Möglichkeiten mit diesem Riesenstadion, dass das viel zu groß war für das, was sie dann spielen konnten, was sie sich leisten konnten, für die WM 2006 da hochgezogen. Und jetzt, heute Abend, da gehen knapp 50.000 rein. Also, ob es ganz voll wird, weiß ich nicht, aber es wird imposant heute Abend, da bin ich überzeugt von. 97, 98 war diese unglaubliche Saison, als Otto Rehhagel als Aufsteiger mit Kaiserslautern Meister geworden ist. Das erste Spiel damals in München gewann und alle dachten, gibt's doch nicht. Da war er zwei Jahre vorher noch rausgeflogen und hat es dann tatsächlich geschafft, zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte mit einem Aufsteiger Meister zu werden. Ist das für Sie die Mutter aller Sensationssaisons, wenn man das so sagen kann? Ja, und es ist die letzte. Das wird es nie wieder geben. Niemals. Insofern, damals waren oftmals noch Dinge möglich und jeder konnte jeden schlagen. War doch unser ganzes Credo. Das wird es heute nicht mehr geben. Ja, das war damals, ich weiß nicht, ob mir das irgendwo aus einer anderen Liga irgendwo hoch poppt. Leicester fühlte sich so an. Ja, waren aber immer Mittelklasse-Club. Und die haben es dann gerockt. Spannende Frage, klären wir mal. Ob es überhaupt mal einen Aufsteiger gab in einer der Top 5 Ligen?
Lang, lang her. Also das werden sie jetzt, sie werden nicht durchmarschieren bis zur deutschen Meisterschaft. Aber die Liga halt. Muss man schon dämpfen in der Stadt, ja. Und den Leuten wieder Freude machen. Diese Stadt und diese ganze Region, immer ist es ja immer die Region, aber da ist es wirklich die Region, definiert sich in ihrem Selbstverständnis und Selbstbewusstsein sehr, sehr über diesen Club. Und also jetzt, auch ich kann mich wieder mit Ihnen ernsthaft über den 1. FC Kaiserslautern unterhalten. Das stimmt. Solange Kaiserslautern in der dritten Liga war, hat es der Verein, glaube ich, nicht in Reifes Live geschafft. Nein, bei einer Jubiläumssendung hatten wir Andi Brehme mal mit dem Gruß. Die waren immer nah dran an vierter Liga sogar. Also das tiefer ging es eigentlich nicht. Freuen wir uns einfach, dass da heute mit großartiger Stimmung die zweite Liga am Betzenberg gegen Hannover 96 wieder losgeht. So, wir haben jetzt einen Block international für Sie vorbereitet, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, denn wir wissen ja auch, dass viele von Ihnen gerade im Podcast treue Begleiter von Reif ist live sind. An der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön dafür. Wir versuchen, die Videoeinspieler immer so zu gestalten, dass Sie da nicht aus der Kurve fliegen, wenn Sie jetzt in der U-Bahn oder im Auto unterwegs sind und bei Reif ist live zuhören. Und wir wollen in diesem internationalen Mix beginnen mit einem Video, das erstmal gar nichts mit Sport zu tun hat. Es geht um Pep Guardiola, der nachts mit dem Fahrrad in Manchester unterwegs war. Und dann ist Folgendes passiert. Hey Pep, let me get a picture, bro. Yo, my man smoking off, yo. Yo, hey Pep. Yo, nah, you might need to see this, bro. Oh my God. Yo, Pep, let me get a picture, G. Why are you running off, bro? Let me get a picture, bro. Just let me get a picture. I just want a picture. Okay. Bro, I just want a picture, bro. That's it. Picture, my G. Look, bro, that's it. My G, bro. Also, ein leidenschaftlicher Fan verfolgt Pep Guardiola nachts auf dem Fahrrad in Manchester, um ein Foto zu machen. Aber man merkte schon, Guardiola wusste natürlich nicht genau, wer ist da hinter ihm her. Und klar, er wollte letztendlich nur ein Foto, aber man kann auch verstehen, das hat man Guardiolas Gesicht ja auch angesehen, dass da schon auch eine große Verunsicherung war. Ich glaube, er hat auch sehr bewusst das Fahrrad beim Absteigen zwischen sich und den Fan gestellt, weil er, klar, einfach nicht genau wusste, was kommt da auf ihn vor. Also in gewisser Weise eine große Herzlichkeit, aber es gab auch eine andere Dimension bei diesem Vorgang. Ja, aber es ist ja wirklich offensichtlich nur gut gemeint gewesen. Guardiola ist sowieso keiner, der das Bad in der Menge sucht permanent, sondern der ist auf dem Fahrrad, der hat jetzt wirklich in Ruhe schon wieder Dreierketten und Viererketten verschoben, weil die Saison fängt sehr bald an und dann muss man wieder den Titel verteidigen. So. Das finde ich fast das eigentlich Überraschende, dass Guardiola nachts mit dem Fahrrad in Manchester unterwegs ist, oder? Das ist sowas, was ich in meinem Bild jetzt vor langer Zeit aufgehört, in Guardiola interpretieren zu wollen. Das ist also nach Dreierkette, Viererkette, jetzt Fahrradkette bei Pep Guardiola und es ist alles gut gegangen. Yo, den nehmen wir noch mal ganz schnell mit hier und gucken, wie es die Kollegen von Guardiola gemacht haben. Es gab ein Spiel im Rahmen der Asien-Tour jetzt. Manchester United gegen Liverpool, die großen Rivalen mit einem, ja klar, nur Testspiel, aber doch sehr überraschenden Ergebnis. Denn Man United gewinnt 4:0. Hier das 1:0 von Sancho. Und man merkt so an der Freude bei Man United, es tut schon gut. Ja, dann kommt Fred, der aus diesem Gewurstel heraus mit einem schönen sehr Ding. Schön, ne? Sehr schön. Da die Übersicht zu behalten und zu sagen, ich chipp ihn mal rein. Das war das 2:0. Dann ist es der Franzose Martial, der das 3:0 für Man United erzielt. Und wer dachte, das war's? Nee, Pelistri hatte da auch noch was vor und schließt diesen Konter dann letztendlich ab. Auch fein kombiniert. Und wir rufen jetzt noch nicht die Krise aus, Herr Reif. Ich verspreche es Ihnen. Aber ein 0-4 gegen Man United ist nicht das, was sich der Liverpooler gemeinhin für die Vorbereitung wünscht. Gegen Liverpool gegen Manchester United, das ist das englische Derby. Selbst in London
wenn dann Tottenham gegen Arsenal spielt. Ja, das heißt Nord-Londoner Derby, aber das ist nicht zu vergleichen. Das richtige englische Derby und die, die sich am wenigsten wirklich mögen, ist Manchester United und der FC Liverpool. Nicht Liverpool gegen Everton oder City gegen United, sondern United-Liverpool. Und das hat immer auch diesen folkloristischen Reiz. Die letzten Jahre hatte es nur folkloristischen Reiz, weil wenn United erstens halt haben sie immer die Hucke vollgekriegt, die Jungs von United. Aber jetzt mal, sie versuchen ja wieder ans Tageslicht hochzukommen, Manchester United jetzt mit Den Haag. Und das wird die Meisterschaft noch nicht sofort nach Old Trafford zurückbringen, aber es ist genau das, was sie brauchten für den Einstieg. Klopp gibt es die Möglichkeit, denke ich, der Mannschaft zu erklären, schau mal, wir haben so vieles gewonnen, Er erklärt es nicht nur der Mannschaft, er erklärt es sogar uns, Herr Reif, denn wir können einmal reinhören, was Jürgen Klopp nach dieser 0-4-Klatsche gesagt hat. The game obviously came a bit too early for us. Dieses Spiel kam für uns ein bisschen zu früh. Das war auch einigen Spielern anzumerken. Individuelle Fehler passieren im Fußball, aber wir haben sie gemacht, als wir keine Ordnung mehr hatten und deswegen so offen waren. Es ist seltsam, das zu erklären. Es war klar, wo wir diese Fehler gemacht haben, aber trotzdem muss weitergespielt werden. Genau das haben wir getan. In den letzten 5 Minuten hätten wir selbst das ein oder andere Tor erzielen können. Das haben wir nicht geschafft. Die Atmosphäre war großartig, der Empfang fantastisch, die Organisation wirklich sehr gut, aber das Ergebnis eben nicht. Da hat er recht, 0-4 verliert Liverpool, also gegen Man United. Heute geht es gegen Crystal Palace, auch alles im Rahmen der Asien-Tour. Da sieht man auch einiges über den Stellenwert der Premier League, dass also selbst Crystal Palace dort offenbar lieber gesehen wird als der ein oder andere Bundesligist. Also mal gucken, wie es da für Klopp weitergeht. Wir kommen jetzt zu der Szene, die uns in dieser Woche schon viel, viel Freude gemacht hat. Schauen wir einmal mit englischem Originalton an, was es beim Spiel in Kanada zwischen Valour und Halifax für eine unglaubliche Rettungsaktion eines Stürmers gegeben hat. Das Ganze mit dem englischen Originalton. Speaking of all whites, there goes Dyer. And deflection will sit up nicely for him. Tracks it down, opens up to his right boot. Across towards Ricci. Second effort, it dribbles it. No! Did Akio clear that off the line himself? What in the world? Ricci had that going. Trying to make sure it got over the goal line and in the end has a goal line stand. I don't think I've ever seen that before. That is clearly going in. Willie gets there and yes, he keeps it out himself. He keeps it out himself, Herr Reif. Ein Tor hätte dem Spiel so gut getan. Und diesem Stürmer auch. Ich meine, mit Ihrer Erfahrung von, sagen wir mal, ungefähr 50 Jahren Fußballbetrachtung, gibt es eine Analyse, die uns zufriedenstellen könnte, was in dem Moment passiert sein könnte in seinem Kopf? Nee. Das ist so weit weg vom eigenen Tor. Man sagt ja immer, bitte haltet mir die Stürmer aus dem eigenen Strafraum fern. Wenn du die Stürmer jetzt aber schon aus dem gegnerischen Strafraum fernhaltest, wird's muss dann Tore fallen. Also der hatte wirklich völlig den Kompass. Weil er hebt vorher noch den Arm, also er ist schon im Angriffsmodus, weil er eigentlich den Ball haben will. Er weiß grob, da zeigt wo er an, wir sind. Her damit, ja. Und jetzt, glaube ich, passiert irgendwas im Sinne von, ich weiß nicht. Das ist so Frank Mill andersherum, ne, der damals als Stürmer das leere Tor in München. Jetzt lass Frank Mill in Ruhe, weil das im Vergleich ist schon eine... Und jetzt plötzlich, dann kommen die schnellen Schritte und ja, ich schaff's noch. Ja, noch mit ich hab der ihn ausgespitzelt. Und seine Kollegen gucken ihn an und denken sich, was machen wir mit dem jetzt? Die gute Nachricht, es ging dann am Ende doch 1-0 für seinen Verein aus und er weiß jetzt sicher, er wird berühmt jetzt. Ja. Vielleicht war es auch ein Plan. Ein sehr interessanter Plan. Ja, interessante Pläne hat auch Mesut Özil, um den es zuletzt ein bisschen ruhiger geworden war. Er war ja bei Fenerbahce Istanbul, hatte da auch noch einen laufenden Vertrag und hatte noch kürzlich gesagt, ich bleibe hier, ich beende meine Karriere. Und jetzt sehen wir ihn hier im Trikot, Herr Reif, von Başakşehir, der Verein von Erdogan, so wird er
bezeichnet, weil der große Unterstützer ist. Und ein strahlender Mesut Özil, also bei der Vorstellung mit der Trikot Nummer 10. Was reitet ihn da? Sein Wort zu brechen in der Türkei ist erstmal nicht so eine gute Idee, glaube ich. Also bei Fener muss er sich nicht blicken lassen. Große Worte, Herr Kollege, Wort brechen. Na ja, gut, viele brechen Verträge. Lass mal das. Zu viel Worte, das ist das, was ihm gerade passiert. Das ist mein Herzensclub Fenerbahce und endlich bin ich zurück, da, wo ich immer hin wollte. Komm, lass mal gut sein. Mama, ein bisschen kleiner. Aber da hat er die Volksseele, wollte er so ein bisschen bedienen, dem Affen Zucker geben. Und das ist dann passiert. Passiert dann so und dann läuft es schief und dann wechselst du den Club. Das müssen viele machen, auch Lewandowski wird das möglicherweise machen. So, damit wir die Kurve. Der hat zumindest ehrlich gesagt, Leila, was er Leila vorhat. Singend, ja. Also, und das ist doch ein völlig normaler Vorgang. Nur der kriegt natürlich diese Wucht dort, weil er vor gar nicht so langer Zeit gesagt hat, nein, ich werde Fenerbahce, Club meines Herzens, mein Ding. Dann hat er lange Zeit nicht gespielt, Trainer wollte ihn nicht mehr, der Neue will ihn auch nicht mehr. Dann geht er woanders hin. So. Was lernen wir daraus? Aber das sind junge Menschen. Schweigen. Ja, nicht nur muss ja nicht schweigen, aber sing Leila. Aber ansonsten halt mal den Ball ein bisschen flach, nicht gleich die ganz große Keule. Ich erinnere mich noch an die Textabrechnung von Mesut Özil seiner Zeit, die seitenweise bei Facebook abgeliefert wurde, wo man sich auch fragt, ist nicht so ganz sein Duktus eigentlich, wie das formuliert ist? Und möglicherweise war hier auch ein Berater beteiligt, der vor 3 Wochen sagte, wir müssen hier jetzt mal. Hoffentlich wird er da ein bisschen glücklich noch, spielt noch eine Saison. Komm, hör auf. Gucken wir, wie weit unterm Radar ihm ergeht. Er bleibt mit 33 auf jeden Fall im europäischen Fußball dabei. Und wir sprechen nach einer kurzen Pause über ein paar BVB-Einkäufe, die vergeblich versucht werden, verkauft zu werden. Bleiben Sie bei uns. Schön, dass Sie weiter dabei geblieben sind bei Reif ist live. Ja, über Leila und Lewandowski haben wir gesprochen. Jetzt geht's nach Lüdenscheid, wie die Schalker immer sagen, denn die nehmen das Wort Dortmund ja nicht in den Mund. Wir sagen natürlich BVB und gucken mal, was es da gerade für Probleme gibt. Ja, der BVB hat sehr, sehr gut eingekauft, wie viele sagen, viel Perspektive geholt. Starke Spieler, Süle, Schlotterbeck, Adeyemi, 3 Nationalspieler. Alea ist auch gekommen fürs Zentrum von Ajax Amsterdam. Aber auf der anderen Seite beim Verkaufen, da klemmt es noch ein bisschen, Herr Reif. Nico Schulz, Emre Can, Hazard, 3 klangvolle Namen. Und ich finde auch Transfers, die sich zu dem Moment eigentlich gut angefühlt haben, als der BVB sie geholt hat. Aber alle 3 haben nicht gehalten, was man sich versprochen hat, oder? Hazard immer wieder mit Verletzungen in der belgischen Nationalmannschaft. Und das ist ja nicht irgendwer. Die spielen ja schon international eine gute Rolle. Liefert er immer ab. Nico Schulz, ja, weiß ich nicht. Falscher Platz. Also irgendwie nichts hat da funktioniert. Ab und zu mal Ansätze und dachte sich, jetzt könnte es was werden. Wieder nicht. Und Emre Can war der Mentalitätsspieler einer derer, den sie das war die Erwartung. Und teilweise hat er es auch geliefert, aber ja. Es ging ohne Beständigkeit. Ja, und auch da Verletzungen und dann das Tempo nicht für das Dortmunder Spiel gebracht. Also ja, deswegen ist es gut, wenn man sich trennt, aber wenn natürlich der Spieler sagt, ich habe Vertrag und solche so. Und schöne Stadt hier. Wenn kein anderer Club kommt und mir das zahlen will. Die anderen Clubs sehen ja auch. Ich finde es ja auch immer wieder überraschend, dass dann Spieler, die für einen nicht mehr gut genug sind, dass da immer wieder andere Vereine dann eine Fantasie sehen. Ja, weil es wirklich so sein kann. Nein, das ist Erfahrung nicht kann, sondern ist. Ein Spieler, Trainer auch, zum Zeitpunkt X am Platz Y funktioniert nicht, macht das anderswo plötzlich. Klappen die Dinge. Es ist ja noch ein weiteres Spieler, Guerrero, der ein toller offensiver Außenspieler ist. Ich wollte gerade Verteidiger sagen, aber Trainerspieler, sagt mir Matt Scholl immer, der ihn eigentlich wahnsinnig schätzt, ja, nur, wenn er abruft, was er kann. In der Rückwärtsbewegung, da haben sie haben viel zu viele Tore kassiert. Und Guerrero ist auch einer der Kandidaten, die dafür mitverantwortlich waren. Nach vorne super, technisch überragender Kicker. Nach hinten. So, und da wollten sie da auch eine andere Lösung haben aber, und wollten David Raum. Das ist ja kein Geheimnis. Aber nur dann, wenn Guerrero auch geht. Aber Guerrero dachte, warum soll ich gehen? Ja, das gibt es ja auch. Die Lewandowski-Geschichte geht in die völlig andere Richtung. Aber hier sagt ein Spieler, ich finde das hier eigentlich ganz schön. So, und das, wenn du einen Vertrag hast,
dann hast du einen Vertrag. Dann muss sich auch ein Club daran halten. Und deswegen haben sie da Schwierigkeiten, auch mit den drei eben erwähnten anderen Spielern. Wenn kein Club kommt und sagt, das und das zahlen wir auch, und zwar Gehalt auch, darum geht es ja auch, das Spiel, es sind drei Seiten beteiligt, Verkäufer, Abnehmer und der Spieler. Und das ist auch gut so. Es kann nicht sein, dass das wie im amerikanischen Sport, dass einer in die Kabine kommt. Übrigens, so, pack deine Sachen, du gehst. Habe ich schon dahin. Mal beim Eishockey, wie geht der NHL? Geht einer in die Kabine und dann, nee, pass auf, nimm die Sachen, geh rüber. Wie, was rüber? Ja, du bist verkauft worden, du spielst heute für die. So, das kann es nicht sein. Kann das für Dortmund zum Problem werden, wenn diese Spieler, ja, die sind dabei, die wissen eigentlich, möchte man sie hier nicht mehr, weil es keine Perspektive gibt, aber sie lassen es dann vielleicht doch auch darauf ankommen, zu sagen, wechsle ich lieber ablösefrei im nächsten Jahr zum Beispiel, was ja der neue Trend unter vielen Spielern ist, zu sagen, da können sie noch mehr schaffen. Auch Akanji ist noch da, den Dortmund gerne gehalten hätte, der aber klar gesagt hat, er will weg, der Vertrag läuft nächstes Jahr aus, aber vollzogen ist das auch noch nicht. Noch nicht, aber der Markt dafür ist da, der wird gehen sehr, sehr bald. Ja, natürlich ist das ein Problem. Wir sind ja drei Spieler und das sind ja nicht irgendwelche Jugendspieler, die man wieder zur U19 schicken kann. Nur einmal kurz zu Akanji, weil wir den gerade auch sehen. Ein toller Fußballer. Ja, aber immer noch den allerletzten Schritt hat er nicht gemacht. Sonst ich kenne aus der Schweiz noch, da war das größte Talent. Und bei Dortmund immer wieder dachtest du, jetzt hat er es, aber dann wieder was nicht, aber auf der Insel, Engländer sind sehr, sehr interessiert. Also da glauben Sie, dass Süle, Schlotterbeck mit Hummels als Backup, dass das eine bessere Lösung verspricht? Eine stabilere, eine verlässlichere. Und das brauchen Sie. Sie brauchen da hinten mal eine Stabilität, damit alles dieser Offensivtheater auch richtig losgehen kann und nicht eben, du kassierst 52 Tore oder wie viel Sie da kassiert haben. Also deswegen. Ja, natürlich, das sind keine Jugendspieler, die du zu U19 wieder zurückschicken kannst, sondern das sind Namen, die, und wir werden drauf gucken, was macht denn Hazard, was macht denn Can, das sind ja Namen. Also das ist keine gute Situation auch für den Trainer, für Terzic. Der Kader ist dann einfach zu groß auch. Emre Can, ein Spieler, der von verschiedenen Vereinen und auch überhaupt vom DFB sehr, sehr stark gesehen wurde. Er war bei Bayern damals, Dortmund hat ihn sich geholt, genau unter dem Liverpool. Versprechen, Mentalität. Er war bei Liverpool. Was ist für Sie die Erklärung, dass bei ihm dieser eine Schritt über längere Sicht doch bisher nicht stattgefunden hat? Denn er bringt ja so viel mit. Er ist ein Spielertypus, der gesucht wird. Ja? Stabilität im defensiven Mittelfeld und kicken kann er auch noch. Eigentlich eine tolle Voraussetzung. Weil die Zeit ist weitergegangen. Einfach die Uhr konnten wir nicht anhalten und er nicht. Sondern er ist auch älter geworden und da nicht schneller geworden, aber nie ein Sprinter. Und ja, die Mentalität, ja, das hat auch hin und wieder auch geklappt beim Dortmunder Spiel. Also wir machen den jetzt nicht zu einem völligen Loser, sondern der hat Dortmund schon auch in Spielen weitergeholfen. Aber auf Sicht, der Tempo-Fußball, den sie dort sehen wollen und der da gespielt wird, da wirkte er sehr oft als Bremse. Und deswegen passt es einfach nicht im Gesamtpaket. Und ich würde ihm wünschen, wirklich, weil es ein verdienter Meister des Sports ist, dass er irgendeinen Club findet, der genau das schätzt. Wenn man sich sonst anschaut, die Lage bei Borussia Dortmund, nachdem es ja sehr unruhig war am Ende der Saison nochmal, Trennung von Rose, Terzic hat dann übernommen. Abgesehen von diesen Transferthemen, die aber auch eher im Hintergrund ablaufen bislang, auch die Spieler halten sich da zurück. Gut, sie haben ja auch gut dotierte Verträge, wie Sie gerade angesprochen haben. Terzic scheint es zumindest bislang gelungen zu sein, dass dort alles in ruhigen Bahnen abläuft. Also, dass man am Sportlichen arbeiten kann und kein Trara drumherum hat. Ja, weil man am Sportlichen arbeiten muss und am Kader arbeiten muss und nicht, es kommt Rose und den holen wir mit aus dem Vertrag raus und dann wird Zahlen da und dann kommt Gladbach und ein Riesengetöse und ab jetzt jagen wir die Bayern aber sowas vor uns her, sondern das alles hat sich ein bisschen runtergedampft. Lass uns gucken, wie muss dieser Kader, das ist ja ein wirklicher Umbruch und zwar massiver. Wie machen wir das? Welche Spieler wollen wir wirklich haben? Und nicht, um jemanden zu ärgern oder sonst was, sondern wirklich, das möchten wir haben. Terzic kommt aus dem Club, sagt auch, lass mal gut sein. Sie machen es sehr rational. Und das ist auch vor dieser Südtribüne manchmal ganz wichtig, dass man die Dinge auch
rational macht und nicht nur echte Liebe und ein Riesenbohai drumherum, sondern das ist der richtige Weg. Und die werden auch die anderen Probleme lösen. Borussia Dortmund, also mit vielen Verpflichtungen bereits, attraktiven Verpflichtungen. Die Frage ist, wird noch erfolgreich verkauft? Schulz, Can und Hazard stehen da auf der Liste, werden angeboten. Und wir gucken, wie es da weitergeht. Ja, Herr Reif, das war's für heute. Wir machen an der Stelle noch mal 2 Wochen Pause mit Reif ist live, um dann ausgeruht und vorbereitet zum Saisonstart am 1. August wieder da zu sein. Das wäre der Tag nach einem Frauen-EM-Finale. Frauen-EM-Finale ist am 31.07. Wir sind mit Reif ist live am 1. August morgens um 8 wieder da und können dann hier möglicherweise unseren Frauen gratulieren zum Titel? Ja, hoffentlich. Wir müssen ja nicht im Sommerkleidchen auftreten, sondern wäre schön, ja. Würde ich Ihnen wünschen. Und wir gucken, ob auch Laila möglicherweise der Hit der Europameisterschaft noch wird. Wer weiß. Oder einfach. Würde zur selbstironischen Art, finde ich, passen, die Frauennationalelf derzeit um all diese Themen ausstrahlt. Insofern. So, das war's von uns. Vielen Dank, Herr Reif. Der Fußballsonntag von Bild Live ist wieder da. Darum schalten Sie am Sonntag um 9 ein. Oliver Kahn ist zu Gast. Matthias Sammer ist zu Gast. Es lohnt sich. Wir sagen vielen Dank und Ihnen alles Gute. Bis zum 1.8.